Hallo, der Blindspectator für euch am Mikrofon und es geht direkt weiter mit Project Zero. Was heißt da direkt? Ich habe ja ein paar Tage dazwischen verstreichen lassen. Unser nächstes Ziel ist das Puppenzimmer, denn da haben wir einen Hinweis bekommen, dass wir da hin sollen. Ich gehe jetzt hier durch und werde gleich von einem Geist erschreckt. Oder auch nicht. Wie merkwürdig. Das hier ist nämlich die zweite Aufnahme. Bei der ersten hat etwas mit der Mikrofoneinstellung nicht gestimmt, darum habe ich das jetzt nochmal gestartet. Und hier wurde ich von einem Geist angegriffen, gebrochenes Genick, nämlich Miau. Und die hat mir auch direkt einen dieser hübschen Steine abgezogen, die mir die Lebensenergie wieder auffüllen. Und von daher hätte ich die Aufnahme sowieso neu gestartet, weil ich darauf echt keinen Bock habe. Aber jetzt bin ich anscheinend drumherum gekommen, das finde ich schön. Jetzt ist aber Ende auf dem Gelände. Gebrochenes Genick. Du kleine Ho. Ich komme einfach nicht um dich rum, oder? Ich hatte mir so Hoffnung gemacht. Du bist für meinen Geschmack viel zu nah. Was soll der Dreck? Oh, jetzt bin ich am Arsch. Ha! Okay. Bitte greif mich nicht an, du bist viel zu schnell für mich. Viel zu schnell für meine primitiven Reflexe, aber ich hab's hingekriegt und es war auch noch ein Zero-Shot. Dafür kriege ich viel mehr Seelenpunkte. Darum sollte ich das eigentlich öfters machen, aber ich habe Angst, ganz ehrlich, vor allem bei sowas, die rast dann arschschnell auf einem zu, gerade ging's ja noch. Aber das ist dann echt nicht mehr feierlich und dann komme ich da einfach nicht nach mit Drücken und ich verliere Energie und das finde ich alles andere als schön. Also wir gehen jetzt in diesen besagten Puppenraum und gucken uns die Puppen an. Puppen. Ah, hier sind ja auch Puppen. Was sagst du mir, Foto? Inmitten der Reihe von Puppen ist eine zu erkennen, die sich die Augen bedeckt. Okay. Vier Puppen schauen in die Mitte, genau wie die Puppen auf dem Foto. Der Stand ist verschlossen. Was für ein Stand? Muss ich jetzt... Ah, hier sind nochmal kleine Puppen. Okay. Was ist vorn, was hinten? Nehmen wir einfach mal. Du hast Unrecht. Was ist vorn, was hinten? Okay, ich muss hier... Nein, ein Rätsel lösen. Das hier ist vorn, sage ich jetzt mal. Nein, ich habe Unrecht. Was ist vorn, was hinten? Wir sind jetzt auf einmal nur noch drei Puppen. Nehmen wir das hier als vorne. Nein, ich habe wieder Unrecht. Was ist vorn, was hinten? Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Vorn in welchem Sinne von vorn? Jetzt sind es nur noch zwei. Ich habe Angst, was passiert, wenn es nur noch eine ist. Ach komm, ich hatte eine 50-50 Chance und ich krieg's nicht hin. Schau, ich wusste es. Ja, klar. Wer wusste was? Eine der Puppen hat sich aus dem Stand gelöst. Kagome-Puppe. Sie sieht aus, als würde sie sich die Augen zuhalten. Sie sieht vor allem gruselig aus, verdammte Scheiße. Ja, Kagome-Puppe verwenden. Ich habe die Kagome-Puppe auf den Sockel gestellt, die Schublade öffnet sich. Eine merkwürdige Maske liegt in der Schublade. Der Gesichtsausdruck ist wütend, die habe ich schon woanders gesehen. Ja, in welchen Raum musste ich jetzt nochmal? Ich glaube, ich musste wieder hier durch diesen kleinen Raum, wo die Schriftrolle mal dran war. Von der Seite aus komme ich nicht hindurch. Hä? Hier bin ich doch am Anfang durchgegangen, oder? Dann halt nicht. Ich hätte den normalen Weg
Nur wohin jetzt? Wohin? Ich würde jetzt einfach mal sagen, hier lang. Ja, hier bin ich, glaube ich, richtig. Und hier kann ich bei der Gelegenheit auch gleich noch speichern, was mir sehr recht ist. Ich habe ja im Internet vorhin noch gelesen, was ich tun muss, aber jetzt komme ich wieder überhaupt nicht damit klar. Das müsst ihr entschuldigen. Ich bin einfach nicht so der Profi da drin, mir Wegbeschreibungen zu merken. Das ist die Sache. Ich lese zwar, ja, und dann denke ich auch, ich weiß, wo das ist, aber dann sieht es in der Realität ganz anders aus. Ja, beenden, gut. Welcher Raum? Ich musste in einen Raum, wo ich die Maske aufhängen konnte. Wo war dieser Raum? Ich glaube, da stand irgendwas in Internet mit Kimono-Zimmer, aber Kimono-Zimmer ist doch das, wo ich gegen den Redakteur die Tür ist verschlossen. Ist doch das, wo ich gegen den Redakteur gekämpft habe und... Ha. Filmtyp 37, sehr schön. Und da komme ich ja jetzt nicht mehr hin, weil ich da ja nicht durch kann. In den Schuttraum muss ich auch nicht. Da bin ich gerade nur zum Speichern rein. Ich habe schon wieder ein bisschen Angst, muss ich sagen. Vor allem, je länger ich hier rumlaufe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwo Geister auftauchen. Aber ich glaube, da stand, dass ich von diesem Zimmer aus dann irgendwo durch muss. Aber da gibt es doch nur diese eine Tür und die Tür, durch die komme ich ja von der Seite nicht durch. Was ich zwar am Anfang getan habe, aber jetzt komme ich da halt nicht mehr durch. Äußerst merkwürdig. Gehen wir hier. Ja, dreh dich dreimal im Kreis. Nochmal durch. Ich habe ja keine andere Wahl. Und gehen hier rum und da lang und dann durch die Tür da hinten, wo ich auch hergekommen bin. Mal schauen, ob es da weitergeht, ob ich da richtig bin, ob ich nicht an Wänden hängen bleibe. Das Spiel macht mich so nervös. Vorhin hatte ich gedacht, ach komm, du hast Bock zu Let's Play, Let's Play halt hier weiter und dann kriege ich Angst. Hier hinten habe ich mal gegen den Langarmigen gekämpft. Gott, ich hatte so Angst. Anscheinend verschlossen. Ich glaube, hier um die Ecke kam er rum. Boah, ich hatte so Angst. Hier komme ich doch nur in diesen komischen Keller und da muss ich nicht rein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht rein muss. Nee, da hinten geht es dann nur zu diesem komischen Tor, wo ich mal gegen den Professor gekämpft habe. Da muss ich nicht hin. Dann gehe ich halt wieder rauf. Ja, rauf ins Kimono-Zimmer, dann meinen wir wahrscheinlich das Zimmer, wo dieser scheiß Drecks alte Kimono hing. Toll. Kann man auch gleich sagen. Kimono-Zimmer ist für mich, keine Ahnung, ein Zimmer mit Kimonos, aber da gab es ja mehrere. Musste ich hier rum oder da rum? Hier rum, la rum. Hier. Nein, ich habe keinen Bock auf Campen. Das Blöde ist, die Geister werden mich verfolgen. Die interessieren Türen nicht. Wow, oder doch? Nee, die kommt durch. Speichern. Ernsthaft nochmal speichern. Film muss ich nicht nochmal aufladen. Ich habe so Angst vor diesen scheiß Kampfgeistern. Allgemein vor Geistern. Hoffentlich wohnt keiner bei mir. Ja doch, mein Nachbar, aber... Naja, gegen den kann ich jetzt auch nichts tun. So. Hier müsste jetzt eigentlich wieder der Geist auftauchen. Ich glaube in Räumen mit Kameras. Jetzt muss natürlich so ein Bastard seinen Roller runterziehen, dass ich mich erschrecke. Ich glaube, in Räumen mit Kameras, wo man speichern kann, tauchen die in der Regel nicht auf. Außer wenn es jetzt eine Sequenz ist. Okay, hier bin ich glaube ich. Falsch? Falsch? Where the fuck I am? Ich glaube, ich muss zum Raum mit einer Feuerstelle oder so. Ist hier eine Feuerstelle? Nein. Seilraum war auch erwähnt. Und Seilraum ist ja hier hinten. Ich muss wahrscheinlich wieder in den Vorraum. Kann das sein? Also zum Eingang des Bereichs.
Ja, es ist schön, mich herumirren zu sehen. Genau deswegen lese ich eigentlich den Walkthrough. Aber es bringt nichts. Ich glaube, ich hätte eigentlich durch die andere Richtung gesollt, was aber nicht geklappt hat. Vielleicht hat der Typ den Walkthrough nachträglich geschrieben und hat es dann nicht mehr geschnallt. Und ich muss eigentlich hier hin. Obwohl. Nee, ich bin jetzt nicht da gelandet, wo ich dachte, dass ich lande. Es vibriert schneller. Öffne die gottverdammte Tür. Hier habe ich auch kaum Platz zum Kämpfen. Du Hundekind! Was soll diese Motherfuckerei? In your face! Aber was soll der Fuck? Gott sei Dank kann sie die sich nicht teleportieren. Aber halt schnell bewegen. Aber das war nicht fair. Definitiv nicht. Die hat mich schon wieder die ganze Zeit verfolgt. Ich habe die vorhin erst besiegt. Was soll der Dreck? Wie lange will die das noch machen? Findet die das geil? Regt die sich dadurch oder was? Scheiße. Ich kriege jedes Mal fast eine Herzattacke durch solche Scheiße. Das ist nicht euer Ernst. Gott, ey. Ich werde, glaube ich, auch wieder Geistererscheinungen begegnen und sowas. Aber die gehen ja noch, die tun ja mal nichts. Okay, wieder mal speichern. Bei jeder Kamera wird hier gnadenlos gespeichert bis zum letzten Mann. Seit 9 Uhr wird zurückgespeichert. Ah, Gott, ja, Speicher. Das ist natürlich für euch interessant zu sehen, wie ich speichere, aber Gott verdammt, ich habe so Angst. Ich dachte, ja, ich habe ja vor diesem Let's Play keine Angst mehr. Aha, ganz genau, hier muss die Maske hin. Nein, wütende Maske nicht verwenden. Meine andere Option ist ja hier stehen bleiben. Okay, ich glaube, ich soll die Maske dann auch gleich wieder abnehmen. Wütende Maske hängt hier. Nimm die Maske herunter. Dafür kann ich jetzt halt nicht mehr raus. Irgendwas hat gerade wieder vibriert. Ist nur eine Geistererscheinung, nur eine Geistererscheinung. Okay, doch keine Geistererscheinung. Auf dem Foto ist eine Säule zu sehen, auf der eine Maske hängt. Nicht nur eine. Wurde in die Akte gelegt. Was klatschst du an? Ah, da liegt was, danke. Filmtyp 37. Dafür bin ich immer dankbar. Hier irgendwo ist noch was. Zum einen liegt hier nochmal was. Nochmal Filmtyp 37. Ach, ich kann es nicht mehr aufheben. Ich sollte den mal verballern, habe ich das Gefühl. Ist es jetzt... Nein, hier muss noch irgendwas anderes sein. Vor allem, was ist das für ein Geräusch? Kampfgeist. Nein, kein Kampfgeist. Eine Geisterscheinung. Aber hier ist noch irgendwas. Das da hinten kann ich ja nicht mehr fotografieren. Aber es vibriert immer noch. Und hier leuchtet es ganz arg. Hä? Hä? Aha, hier war was. Okay, was haben wir da? Schreiende. Mach Sachen. Oh, wenigstens hört das Geräusch auf. Okay, was gibt's hier? Eine Maske. Tür ist verschlossen, ich sehe kein Schlüsselloch.